Der Streit in der Ampel um das Prestigeprojekt von Robert Habeck landet heute im Kabinett. Die Bundesregierung diskutiert über den klimafreundlichen Austausch von Heizungen. Und aller Voraussicht nach könnte der Entwurf des Gebäudeenergiegesetzes des grünen Wirtschafts- und Klimaministers auf den Weg gebracht werden. Allerdings gibt es vor allem in der FDP weiter Vorbehalte gegen die Finanzierung. Habeck plant eine soziale Abfederung, um ärmere Bevölkerungsschichten beim Austausch ihrer Heizanlagen nicht zu überfordern. Schon jetzt sind die Preise für moderne Wärmepumpen deutlich angestiegen. Mehr von Matthias Heinrich. Da geht's lang, Herr Kanzler. Olaf Scholz lässt sich den Weg weisen und lässt verkünden, der Verkehrsminister und sein verfehltes Klimaziel seien halb so tragisch. Die Ampel werde das Klimaschutzgesetz so ändern, dass nicht mehr jeder Sektor sein Ziel erreichen müsse. Auf der Hannover Messe ist die Rede vom gemeinsamen Weg. Doch wir kriegen das hin, wenn wir eben nicht nur ferne Ziele definieren, sondern allen auch ganz klar sagen, so sieht der Weg aus und diesen Weg gehen wir gemeinsam. Gemeinsamer Weg, der Bundesverkehrsminister interpretiert das so. Die Ziele einzelner Ministerien seien im Koalitionsausschuss wegverhandelt worden. Das große Ganze zähle, zusätzliche Einsparziele, nein, danke. Richtig so, sagt seine Fraktion. Diese sektorale planwirtschaftliche Betrachtung hat nicht funktioniert. Wir wollen technologieoffener und marktwirtschaftlicher sein. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass das, was verabredet worden ist, auch gilt, nämlich eine Novelle des Klimaschutzgesetzes, um die Ziele zu erreichen einerseits, aber keine absurden Maßnahmen beispielsweise im Verkehrssektor befürchten zu müssen, die ja alle Autofahrer in Deutschland betreffen würden. Und bei den Grünen schrillen die Alarmglocken. Anstrengen müssten sich alle, auch der Verkehrsminister. Ich sage noch einmal ganz klar, das Klimaschutzgesetz gilt. Und sollten wir in Zukunft auch bei einem reformierten Klimaschutzgesetz zu der Situation kommen, dass wir nicht in der Lage waren, bislang unsere Klimaziele einzuhalten, dann sind insbesondere die Sektoren in der Pflicht, die ihre Ziele noch nicht erreicht haben. Auch die SPD ist irritiert. Der Fraktionschef klingt dann nämlich anders als sein eigener Kanzler. Nun, es kann sich natürlich überhaupt niemand im Kabinett aus dem Staub machen. Wir haben eine klare Verabredung, dass wir die Sektorziele auch gemeinsam beantworten wollen. Da muss natürlich auch der Verkehrsminister entsprechend sich daran beteiligen. Und dann schießt auch noch der SPD-Parteivorsitzende Klingbeil quer in die Gemengelage und will mehr Geld für den Heizungstausch. Geld, das der Finanzminister liefern soll, der wiederum als FDP-Parteichef seine schützenden Hände über seinen Parteikollegen Bundesverkehrsminister Wissing hält. Die nächste Runde auf dem Basar politischer Wünsche scheint eingeläutet. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.